Hallo YouTube. Ja, wie man hier sieht, sieht es immer noch so aus. Hat sich bewährt, immer so ein paar Dinge erstmal zu überschlafen, bevor man anfängt. In dem Fall war es ganz praktisch, dass der Abschlepper überhaupt nicht verfügbar war, weil er noch in der Werkstatt ist. Heute Abend hätte ich den jetzt abholen können. Und dann habe ich mich auch an eine Sache erinnert, über die ich mich immer selbst aufrege. Dieses Fahrzeug versucht mal selber bei mobile.de einen Discovery 1 300 TDI zu finden. Natürlich muss jetzt ausgerechnet ein Hubschrauber hier drüber fliegen. Klar, warum auch nicht? Ja, versucht mal einen zu finden. Könnt ihr gerne auf international schalten, den Suchmodus. Da werden in Italien ein paar auftauchen, Spanien und Portugal vielleicht. In Deutschland sind diese gut wie ausgestorben. Warum ist das so? Ja, ich hatte ja schon erwähnt, diese Fahrzeuge sind so gut wie baugleich mit einem Defender. Ja. Jetzt gibt es einige Defender-Fahrer, die können gar nichts. Ist kein Hasskommentar oder sowas in der Richtung, aber es gibt Leute, die ersetzen Geschlechtsteile durch Fahrzeuge. In dem Fall ist das so. Halb Hamburg ist voll mit diesen Dingern. Ja. Defender fahren, Straßenreifen drauf, Schnorchel drauf, nicht angeschlossen und letztendlich brauchen sie die Dinger gar nicht. Ich weiß nicht, ob das immer noch an Doktari liegt oder ich habe keine Ahnung, warum man unbedingt dieses Ding fahren muss, obwohl man damit nicht umgehen kann, beziehungsweise obwohl man es nicht nutzt. Ich finde, so ein Nutzwert von so einem Fahrzeug muss immer irgendwo stimmen. Ja, was ist diesen Discovery alles passiert? Diese Dinger sind durchaus ziemlich häufig verkauft worden. Und ja, sie sind geschlachtet worden. Ne? Mit relativ geringen Schäden sind die über den Jordan gegangen. Also Rostschäden sind die über den Jordan gegangen, weil die Technik halt funktionierte. Was dann in irgendwelche gammeligen Defender eingebaut wurde, statt die Motoren zu überholen. Es gibt auf YouTube gibt es so einen Weltreisenden. Da habe ich mich tierisch drüber aufgeregt. Sein Motor war kaputt. Dann kauft er von einem Discovery, aus einem Schlachtfahrzeug, kauft er sich einen 300er TDI, also diesen Motor hier. Und dann wird er komplett auseinandergenommen. Die Zylinder werden aufgebohrt, gehohnt, gemacht, getan. Warum hat er das mit seinem Motor nicht gemacht? Das ist wirklich galoppierende Dummheit. Ne? Warum muss man ein Auto schlachten, weil man zu blöd ist, einen Motor zu überholen und den dann überholen, den aus dem Schlachtwagen? Das ist galoppierender Blödsinn. Ich hasse sowas wie die Pest. Na gut, diese Autos werden selten, beziehungsweise sie sind jetzt schon schweineselten. Ich glaube, es gibt noch zwei oder drei Stück in ganz Deutschland. Ein paar haben astronomische Mondpreise, die werden diese Autos niemals verkaufen. Hoch wie Sau, kaum fahrbar und ja, sind umgebaut worden und sehen teilweise echt grotesk aus. Irgendwann geht das auch mal zu Lasten der Geländefähigkeit bzw. des Nutzwertes. Das macht dann auch keinen Sinn mehr. Ja. Ja, was mache ich jetzt? Ich gebe ja durchaus zu und gerne auch. Ich verdiene mittlerweile mit YouTube Geld. Der letzte Monat lief so gut, dass ich mir Werkzeug bestellt habe. Und das werde ich jetzt hier noch einblenden, was ich mir da bestellt habe. Es gibt einige Leute, die haben sich das schon bestellt. Es gibt auf YouTube einige Leute, die haben das schon bestellt und ausprobiert. Ich nenne da mal zum Beispiel Gina, die Autohändlerin. Der Kanal heißt so. Und die hat sich das auch bestellt und ist da offensichtlich sehr zufrieden mit. Einige andere auch. Und deswegen habe ich mir gesagt, so von wegen, warum soll ich jetzt anfangen, meine Balken zu verkleiden, das Auto in die Werkstatt zu bringen und was ich alles noch für Alternativen gefunden habe, um das irgendwie zu lösen. Ja. Das Problem an der ganzen Sache ist, ich bekomme an der Ölwanne die Schrauben nicht gelöst. Dadurch bekomme ich das Steuergehäuse nicht runter.
Der Motor selber läuft ja. Das ist nicht das Problem. Es spritzt halt das Öl hier oben raus, weil die Dichtung kaputt ist. Wenn ich jetzt den anderen ausschlachte, ist der dann auch mehr oder weniger, steht dann auch hier rum und hat halt keinen Motor mehr. Und ich habe einen Motor in der Werkstatt, einen Motor im Auto. Ich habe jetzt einige Aufträge verschoben und ja, werde jetzt diesen Motor reparieren. Rausholen, reparieren, wieder einbauen. So, dafür sind folgende Dinge nötig. Und zwar erstens, besagtes Werkzeug, was ich gerade angesprochen habe, werde ich jetzt einblenden. Deswegen muss ich jetzt hier einen kurzen Cut machen. Darüber hinaus brauchen wir auch noch einen Pusher. Hört sich jetzt bekloppt an, Pusher. Wer mal am Hafen gearbeitet hat, wenn man am Hafen gearbeitet hat, kennt Pusher. Das sind Fahrzeuge, die bei der Fahrzeugverladung andere Fahrzeuge pushen, also schieben. Ja, das ist nicht sehr förderlich fürs Fahrzeug. Und ich habe lange überlegt, welches Fahrzeug ich nehmen soll zum Pushen, weil 2 Tonnen Land Rover schiebt man nicht mal einfach so in der Gegend rum. Ja. Der Astra da sagt nicht mehr viel. Ich habe jetzt einiges rausgebaut für den anderen. Der andere Astra hier um die Ecke ist ein 1,2 Liter. Das lassen wir lieber. Außerdem brauche ich die Fahrzeugfronten eventuell, wenn ich welche mit Unfallschaden bekomme. Entschuldigung. Übrigens habe ich kein Emphysem und auch kein COPD. Ich habe eine chronische Bronchitis. Ja. Und Asthma. Und solange ich rauche, brauche ich kein Spray. Da hatte sich jemand sehr sorgenvoll geäußert. So schlimm ist es nicht. Ich bekomme Luft. Ne? Ist halt für mich etwas unangenehm, wenn da irgendetwas in den Bronchien hängt. Deswegen lieber raus. Ja, der hier, das ist der Renault, der Mégane. Läuft eigentlich sehr gut. Vielleicht kriege ich die Haube noch irgendwie auf. Der hat vorne einen kleinen Schaden und vor allen Dingen hat er da einen nicht ganz so kleinen Schaden. Was so eine Ex-Frau nicht alles ausmacht. Ex-Frau mit Geländewagen und der geschiedene Mann mit dem Ding hier. Ex-Frau hatte recht. Ich muss die Haube noch aufkriegen, dann kommt dann eine neue Batterie rein. Der kriegt Sprit, der hat nämlich keinen mehr. Den habe ich schon abgelassen, beziehungsweise umgepumpt in ein anderes Auto. Ist ein Benziner, 1,6 Liter. Ziemlich schnell das Ding, brutal schnell. Ist der größte Motor, den es im Megane gab. Ne, stimmt gar nicht. Ich habe glaube ich auch einen 2 Liter. Das hier ist ein 1,6er, 16V. Gewaltig. Klimaanlage läuft. Eigentlich ist das Auto gar nicht mal so schlecht, aber. Um ehrlich zu sein, das dumme Geschwafel einiger Leute, so von wegen, ne? Französische Autos. Also ich habe früher solche Dinger nur im Winter gefahren und die haben mich nie im Stich gelassen. Das ist Geschwafel halt. Ja. Ja, zweite Hand das Ding. Da kann man mal sehen. Die Alufelgen sind noch ganz hübsch. Die werde ich wohl runternehmen. Mal gucken, ob die auf den R5 passen. Das wäre mal grotesk und lustig. Das Auto ist ja auch mittlerweile 20 Jahre alt, also über 20 Jahre alt, also müsste das mit dem H-Kennzeichen klar gehen. Ja, jetzt muss ich nur noch die Haube aufkriegen. Dann kommt dann eine Batterie rein, Sprit rein und dann sehen wir uns wieder. Ah, jetzt kriegst du ja frisches Benzin. Hier ist schon lange nichts mehr drin. Wie gesagt, der war schon eigentlich schon fertig, dass ich den, dass er verschrottet wird. Ja, so ist das. Gut, dass er noch nicht weg ist. Tja, naja, eigentlich, wie gesagt, eigentlich ein gut, tolles Auto, aber was will man machen? Selbst Menschen ohne Geld in Deutschland sind so verwöhnt. Ist ein Eindruck von mir, ne? Dass sie solche Autos nicht haben wollen. Ich hatte solche Autos im Top-Zustand. Unter 100.000 Kilometer.
Mit anderthalb Jahren TÜV. Ich habe die Dinger für 300 € angeboten. Jetzt ratet mal, wie viele Leute sich gemeldet haben. Nur Katalysatordeppen, die das Ding für 100 haben wollten. Ja. Deswegen arbeite ich mit solchen Idioten noch nicht mehr zusammen. Wenn ein Auto wirklich am Ende ist, so wie dieses hier, das ist wirtschaftlich nicht mehr hinzukriegen, okay, dann nehme ich das Ding auch raus. Aber die rupfen ja mittlerweile aus ganz normalen Gebrauchtwagen die Dinger raus und versuchen sie dann zu verkaufen. So, Sprit ist ein bisschen drin. Für immer wird das nicht halten. Keine Batterie, keine Ahnung, in welchem Zustand die Batterie ist. Ich habe jetzt mein Überbrückungskabel und die große Batterie mitgenommen. So. Schwarz auf Rot und Minus auf Plus. Oder irgendwie sowas war das. Ja, totales Verwursteln des Kabels. Kann ich auch gut. So. Rot. Schön, dass noch schwarz auftaucht. Hier ist es. Ja. So. Plus. Minus. Das hört sich nach Leben an. Wie gesagt, der steht auch schon über ein Jahr hier. Ohne dass irgendwas damit passiert ist. Ich bin gespannt, ob der anspringt. Fahren eigentlich nur Zwerge Renault? Ich passe hier nicht rein. Noch Fragen? So, und wieder hier. So, wie wird das Ganze ablaufen? Jetzt müssen wir erstmal den ganzen Scheiß hier rausräumen. Wir brauchen Platz. Definitiv. Schweißgerät, auch alles weg. Der ganze Krempel, auch alles weg. Der Wagen muss zumindest bis hier vorne zum Balken in der Werkstatt stehen. Dann brauchen wir noch ein bisschen was an Platz zum Rangieren. Reicht auch, wenn er mit den Rädern hier praktisch steht. Das reicht mir vollkommen. Es geht nämlich darum, der muss auf die Rampen drauf, damit ich unterm Fahrzeug das Getriebe abschrauben kann. Soweit ist der Wagen eigentlich gelöst. Wie gesagt, Downpipe noch runter. Unterdruckschlauch vom Bremskraftverstärker, von der Unterdruckpumpe runter. Ja, dann die Motorhalter. Ja, ansonsten ist das ein kompaktes Teil. Die Haube geht auf jeden Fall runter, deswegen muss der Wagen auch hier drin stehen. Ne, das ist... Wenn es dann anfängt zu regnen oder sowas in der Richtung, möchte ich das ganz gerne überdacht haben. Muss ja nicht alles voll regnen. Bei der Gelegenheit, wenn der Motor eh draußen ist, werde ich den Motorraum, die Teile, wo ich noch nicht dran gekommen bin bisher, abschleifen, versiegeln. Der Motorraum wird einmal komplett richtig entfettet und sauber gemacht. Dann, wenn irgendwo noch Rost auftauchen sollte, den ich vorher nicht gesehen habe, ne, der Motor sitzt ja da drin, die Motorhalter und dahinter kann ich nicht gucken. Dann wird das auch noch eben gemacht. Ich habe hier Kühlmittel. Ziemlich aggressiven Reiniger. Ich nehme Felgenreiniger für sowas. Das hier ist Soda zum Strahlen. Und irgendwas zum Rost entfernen. Jetzt muss ich Werbesendung einblenden, so ein Scheiß. Okay, ja, ich nehme, jetzt kann ich es auch machen. Ich nehme das Zeug, das kommt ursprünglich, kommt das mal aus dem Schiffsbau. Hier ist die Patentnummer. Vor allen Dingen blei- und chromatfrei. Man möchte ja nicht gleich sterben. Das ist, das kann man auch auf ein bisschen Restrost. Naja. Restrost, kann man das drauf pinseln, das passiert nichts mehr. Ne? Das ist durchaus sehr gut. Es gibt auch noch hier so einen Roststopp von denen, sehe ich gerade.
wenn man zu viel Rost hat. Naja, auf jeden Fall, so ein Schiff ist in Salzwasser unterwegs. Ne? Müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Das ist reichlich salzig und reichlich korrosiv. Ja, das hier ist für alle Aluteile, beziehungsweise ich werde jetzt mal ausprobieren. Ich mal gucken, ob mein Kompressor das durchhält. Ich glaube nicht. Ich habe schon mal ein paar Tests gemacht. Wo habe ich das Ding jetzt liegen? Da. Hier ist, glaube ich, noch ein bisschen Restsoda drin. Die Ergebnisse sind ganz witzig, aber. Der Druck reicht halt nicht. Sieht aber schon ganz nett aus, muss ich sagen. Ja. Ja, am Ladeluftkühler habe ich schon ein bisschen ausprobiert. Sag mal Hummel. Also wirklich. Das Ergebnis ist ganz witzig. Darf ich vorstellen? Nervensäge. Sag mal, gehst du jetzt weg? Mann, ey. Vor allen Dingen ist die ganz schön laut. Ja. Ja gut, Sodastrahlen ist eine andere Geschichte. Wenn es absehbar ist. Man hat ja jetzt den Motorkran gesehen und den Motorständer. Das reicht für diesen Motor bequem aus. So schwer ist der nicht. Der geht hier raus, geht direkt auf den Motorständer. Ja. Da wird er weiter zerlegt. Also, ne, unten die Ölwanne raus, Steuergehäuse raus, alles vernünftig sauber machen. Öl wird dann auch keins mehr drin sein, Wasser auch nicht. Der ist dann komplett trocken. Wenn ich jetzt die Schrauben da unten nicht eigenermaßen problemlos rauskriege, wenn er umgedreht ist mit dem Linksausdreher, sollte das eigentlich funktionieren. Heißt aber trotzdem nicht, dass es funktioniert, ne? Wir wissen ja nicht, wie fest die Trottel das da angezogen haben. Und mit wie viel Dichtmittel drin. Gesetzt den Fall, ich kriege das Ding nicht so schnell hin, wie ich mir das vorstelle. Bleibt dieser Motor auf dem Motorständer. Ja? Wir ziehen den Wagen raus, stellen den an die Stelle. Dann nehmen wir, und jetzt kommt der erste großartige Einsatz des Pushers, den gelben hinten weg. Rollen tut er, aber wie gesagt, 2 Tonnen. Das schiebt kein Mensch durch die Gegend. Ne? Nicht mit 2 Leuten, von denen einer 50 Kilo wiegt. Nee, das wird nichts. Und ja, wie gesagt, das Auto wird da hinten rausgezogen und dann wird er, weil der muss ja mit der Front hier rein. Und ich kann ja schlecht das mit dem Auto hier reinfahren und hinten wieder raus zum Ziehen. Also muss der geschoben werden, daher der Pusher. Ja. Der wird hier reingedrückt mit dem Renault. Und dann fliegt da der Motor raus. Da werde ich etwas weniger zerlegen. Ja, ich muss die Kupplung dann abbauen. Das Schwungrad von diesem hier, das wechseln. Weil Kupplung und normales Schwungrad beziehungsweise Schwungrad von der Automatik unterscheidet sich doch gravierend. Ist nur ein Mitnehmer für den Drehmomentwandler im Grunde genommen. Dann kann ich immer noch den Motor wechseln. Aber erstmal, ne, ich habe so eine leichte Abneigung gegen Zusammenarbeit mit anderen Menschen. Vor allen Dingen, wenn es chaotisch zugeht. Hört sich blöd an, wenn ich das sage, ne? Beim Chaos in meiner Werkstatt. Aber es ist mein Chaos. Ne? Noch ein weiteres Chaos dazu und ich drehe durch. Dann kann ich nicht mehr arbeiten. Das ist einfach so. Jeder muss so autistisch sein, wie er es gerade aushält. Ja. Wie gesagt, mein innerer Monk ist ein bisschen behämmert. Ja, und dann kann ich in Ruhe diesen Motor machen, wenn es denn, wie gesagt, nicht funktionieren sollte, dass ich die Schrauben da rauskriege. Und der Wagen läuft erstmal wieder. Dafür brauche ich keine Bühne, dafür brauche ich keine Werkstatt, das kriegen wir alles so hin. Alles kein großartiges Problem. Ja, okay. Das war das Update meiner Überlegungen sozusagen. Und vor allen Dingen die Werkzeuge, die ich jetzt anschaffe. Die habe ich gestern bestellt und bezahlt. Die sollten Montag, also nach Aussage der Internetseite,
Also eBay habe ich das Ding bestellt. Sollte das Montag da sein. Wir werden sehen. Kommt aus Deutschland, aus Verden. Gibt sogar auf. Ach, wisst ihr was? Statt die Teile einzublenden, verlinke ich euch ein. Ja, ich werde sie einblenden, aber ich verlinke euch mal das Aufbauvideo von dem Teil. Wie gesagt, es nutzen schon einige Leute und keiner hat Probleme damit. Das ist ein Motorkran, ne? Man soll damit kein Haus anheben. Und dafür reicht das Ding. So, jetzt mache ich aber das Video fertig. Ich muss hier anfangen aufzuräumen. Etwas umstrukturieren. Ich muss den Rollweg frei haben nach hinten. Das bedeutet, der Motorraum muss ungefähr hier sein, dass er stabil stehen kann. Dann habe ich genug Fläche, dass der Kran rollen kann. Weil so viel Unebenheiten hält der Wolf sich nicht aus. Ziemlich kleine Rollen muss ich wahrscheinlich austauschen. Und den Motorständer packe ich da hinten auf die Betonfläche, wo jetzt die beiden Kartons stehen. Da werde ich den dann hinbuxieren und anschrauben, den guten Motor hier. Dann geht der Wagen so wie er ist raus. Und ich kann in Ruhe arbeiten, das Tor zumachen. Was auch noch eine Möglichkeit ist, wie gesagt, wenn ich nicht weiterkomme mit dem Motor, kommt der gelbe hier rein. Oder der ockerfarbene. Und dann fliegt der Motor da raus. Geht etwas schneller. Bei dem, wie gesagt, ich werde die Front abnehmen. Eigentlich ist die hier angesetzt. Ja. Da der aber sowieso über den Jordan geht, wird die ganze Front rausgeschnitten. Ja, ich habe mehrere von den Schlagschraubern. Ja. Wenn man die ganze Front rausnimmt, dann ist quasi hier vorne nichts mehr. Und man kann den Motor relativ leicht mit Getriebe und Verteilergetriebe so rausziehen. Die beiden Antriebswellen los und dann hat sich das erledigt. Ne? Das ist nicht ganz so kompliziert. In dem Fall werde ich auch wirklich alles rausnehmen, auf ein Stück. Die Kardanwellen auch gleich. Die müssen da drüben auf der Wiese nicht verrotten. Die müssen regelmäßig gefettet werden und sind da in Ordnung. Also von daher kosten ja auch nicht wenig so Antriebswellen, Kardanwellen. Pro Fahrzeug immer zwei Stück, ne? Allrad. Ja, dann werde ich die auch weglegen, schön einpacken, einfetten und vorher reinigen. Ja. Okay, jetzt mache ich das Video aber fertig für morgen. Wir sehen uns. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ciao.